Wir haben die letzten Male hier in Ahead of Time doch coole Figuren gesammelt. Wieso stellen wir die dann nicht einfach mal auf? Ich meine, das hier mit den Kühen und mit dem Alien hat irgendwie nicht gut geklappt. Vielleicht fehlt mir da noch eins. Aber ich habe hier eine Verpackung, wo zwei Stifte reinkommen. Oh, da fehlt auch ein dritter Stift. Oh nein! Ja, ich habe mein ganzes Geld, wie ihr seht, ich habe nur noch 100. Ich habe mein ganzes Geld schon ausgegeben für super viele Anstecker. Heißt, ich kann mir leider hier das für 400 immer noch nicht leisten. Aber ich verspreche euch, das wird als nächstes gegönnt, damit wir hier ein bisschen 100% Suche machen können. Aber was hier auch noch gegönnt wird, ist das Finale von Chapter 3. Denn wir haben alle Contracts fertig und ich möchte mir jetzt meine Seele wieder abholen. Ja, es ist meine Seele. Ich habe mir die jetzt verdient, nachdem ich alle Missionen, die er wollte, abgeschlossen habe. Ja, keine Ahnung, wie wir die beiden und ein drittes, das wir noch nicht freigeschaltet haben, wann wir die finden werden. Vielleicht finden wir sie mitten hier in diesem Level oder wir finden sie nach dem Level. Egal, wie geht's erstmal rein in Akt 6. Dein Vertrag ist abgelaufen. Wait, what? Hat der uns reingelegt? Sag mir nicht, der hat uns das einfach alles machen lassen. Ohne Grund. Nee, das kann nicht sein. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Oh, die Musik ist anders. Gruselig. Einfach so? Das glaube ich dir nicht. Und das ist hier, wo der... wo wir gegen Shrek gekämpft haben, ne? Falls ihr noch dran erinnern könnt. Okay. Das wird nicht so einfach funktionieren, da bin ich mir sehr sicher. Hm. What? Ja. That wasn't a coincidence. It popped off the moment he stopped being useful to me. Oh. And guess who else just became obsolete? That's right. You. Now that possessed outhouse isn't bothering me anymore, and all those contracts of yours are tidied away. Oh nein, er hat uns ausgenutzt und wir uns jetzt auslöschen, weil wir nicht mehr nützlich für ihn sind. Nur weil es auf deinem Grundstück landet, heißt es nicht, dass es dir gehört. Das werde ich jetzt beweisen. Willst du einen Fight? Ich gebe dir einen Fight. Der hat einen Hut. Jetzt wird getanzt, Kumpel. Wow. Time you saw what I'm really capable of, kid. Say goodbye to that little head of yours. Oh oh. Der meint's ernst. Wow. Wo ist mein Hut? Wow. 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 Mein Hut ist weg. Wow, 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 seine Lakaien hier. Ja. Ich werde schon einen Weg finden, dich auszuschalten. Wart's nur ab. Wie dir das hier passt. Was? Wow, 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 er schießt uns ab. Nicht genug, wie wär's mit 1000? Wow, wow, nein. Ah, ah. Wir haben nur 3 Leben, zu viele versuchen wir es mit einem. Oh, oh. Hey, warte kurz. Das hätte er nicht treffen müssen. Komm schon, gib ihm eine Chance. Ist echt unhöflich, weißt du? Was soll ich machen? Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwie meine Chance verpasst, ihn zu treffen. Oh, ich mach 2 Tage auf einmal! Ah, zu viel! Wow! Wow! Schau dich mal an! Sieht aus wie ein Trottel! Oha! Ist aber nicht nett! Aber die Musik ist richtig episch! What the hell? Hab ich geandertet, Soundtrack oder so? Feier ich voll. Aber was nicht so feier ist, jetzt zu sterben. Also, da ist was Blaues! Damit können wir ihn blau machen, glaube ich. Also. Wisst ihr, was ich meine? Hey ja!
color me blue with my own attack? Ja. This can't count, right? Surely this doesn't count. Doch. That does it. Time to die! Nee, du. Oh nein! Oh, getroffen. Ich bin in die falsche Richtung abgehauen. Wow, was war denn jetzt? Das war der erste Blast Attack. Okay, okay. Was zum... Hä? Was war das für eine Attacke? Die habe ich nicht verstanden. Aber okay. Wow, Kumpel. Bam! Getroffen! Ich muss sie schlagen, damit sie mir aus dem Weg gehen. Okay. Spring, spring! Okay, nice. Nice job, kleines Head Girl. Oh, falsche Richtung! Ah! Wir sterben. Okay, Kampf schaffen wir nicht. Wow, wow, boah! Was zum Teufel? Oh, die Musik ist episch immerhin. Oh, ich kann nichts machen. Ich wusste es, ich wusste es. Ich hatte kein Leben mehr. Oh, das ist echt blöd. Ich bin bisher in jedem einzelnen Bosskampf immer einmal gestorben. Nur beim Bafia Tower nicht. Ach, und beim Plumpsklo auch nicht, glaube ich. Egal. So, zweiter Hit. Aber dann auch nur zwei Leben. Also, es läuft jetzt nicht. Gut. Ich glaube, das kann ich mir auch streichen jetzt. Das schaffen wir nicht mehr. Boah. Tschüss. Falsche Richtung, ich bin tot. Oh mein Gott. Okay, gleiche Stelle, gleiche Ort und Stelle. Drei Hits hat er genommen. Glaube ich. Meine ich. Musik geht richtig ab, ist auch cool alles, aber... Da ist der Kampf schwer. Und ich weiß übrigens, was er machen muss bei der einen Attacke, wo es dunkel wird. Sein Auge glänzt nämlich immer und somit weiß man, wer der Richtige ist. Also hier die Attacke. Da, der glänzt und deshalb ist er jetzt tot! Ich bin ernsthaft mehrmals beim letzten Treffer naja. Egal. Was ist das? Bist du meine Seele? Er hat geredet, aber ich habe leider nicht... Ich habe dann direkt weggedrückt. Oh, jetzt backst du nach Mercy. Oh, du Prank, oh nein. Ist mir egal, gönn mir. Aha. All that's left is for you to sign it. Vertrag. Hau ab. Mission? Hau ab? Hau einfach ab. Die folgenden Gebiete des Waldes werden verfügbar sein. Nichts. Hau ab. Bitte. Take all your junk und geh weg. Signed. Sorry, mein Stift ist leer. Stay and have fun. Be nice. All of it. Stay. Be my BFF. Oh yeah. Here. You understand that's not how contracts work, right? I'm giving you a chance to scram, kid. There's no catches or clauses this time. What if I give you your soul back. Will that make you leave? Naja, meine Seele möchte ich wieder haben und mein Timepiece möchte ich wieder haben. Dann kann ich gehen. Oh, du hast deine Seele zurück! Du fühlst dich erleichtert, fröhlich und nur die übliche Menge an leer. Yes, no,
aren't you saying anything? Ja, stimmt, warum sagen wir eigentlich die ganze Zeit gar nichts? You're quite the character, aren't you? And a tough negotiator. Fine. I'll sweeten the deal for you. Ja! Jetzt bin ich dabei, jetzt unterschreibe ich. Here. Take my last time piece. If I continue to see you around my forest after this, I'll be very disappointed. Also, leider habe ich noch 3 Missionen vor mir, aber dann wirst du mich nicht mehr sehen, wenn ich alles habe. Wuhu! Ich bleib trotzdem sitzen. Nee, natürlich nicht. Hat Spaß gemacht, mit dir Geschäfte zu machen. Großer Plagegeist. Und das ist nun mein. Und nicht mehr dein. Intruder Alert! Was ist denn jetzt schon wieder los? Wir sind jetzt Freunde! Stimmt, das stand ja im Vertrag, ne? We are now BFFs. Ja, stimmt, das stand im Vertrag. Also Kumpel, was geht ab? Wo bist du eigentlich? Achso, warte, der war hier! Der war hier im Bett, oder? Ja, wie cool! Oh, das feiere ich. Das ist sogar eine eigene Musik hier. What a shame. How about we fix that with a little deal? Nein. Tell you what, you do some fresh new contracts for me. Oh. I'll reward you handsomely if you survive, that is. Oh. I've got this little map for you. You'll notice I've marked just one contract on it for now. You'll have to complete it before you unlock the rest. Checks and balances, you know. And be careful, kid. These aren't your average everyday contracts. These are advanced contracts. Advanced? We wouldn't want you to die on the job, right? Da, natürlich nicht. Oh, what? 114 Geisterpunkte. Was ist das denn hier jetzt alles? Was ist das hier? Ist doch nicht vorbei, die Mission, Chapter 3. Hier gibt's noch eine Bonus-Map. Überliste die Hitze. 3. Stoppe alle Lava-Hähne. Es ist viel heißer als zuvor. Kühl dich ab. Snatchers Tipp? Mach dir keine Sorgen, jede einzelne Aufgabe auf einmal abzuschließen. Du kannst es später nochmal machen. Mach dir nichts draus, ehrlich. Lass dir ruhig Zeit. Okay. Man kann hier alle mit Todeswunsch. Man kann hier alle Missionen nochmal in einem Hard Mode durchspielen. Was heißt alle Missionen? Halt ausgewählte Missionen, dann kann man nochmal auf Hard durchspielen, scheinbar. Das wäre aber etwas, was ich für später lassen würde, glaube ich. Look at mess. This is someone. Ja, das kennen wir ja schon. Das kennen wir ja schon. Okay. Boah. Was sind diese Wasserpunkte? Also hier gab es ja eigentlich früher nur Feuer und mehr nicht. Jetzt sehe ich hier überall noch so einzelnes Wasser. Weiß aber nicht genau, wofür das da ist. Okay, machen wir erstmal hier die Aufgabe. Ne, falls ihr noch dran ändern könnt. Mann, alle Hähne drehen. Und ansonsten... Ich weiß nicht, will ich die Mission jetzt machen? Eigentlich wollte ich jetzt gucken, ob wir nochmal weiterkommen in der Story. Whatever, aber... Das ist auf jeden Fall sehr interessant, dass man das jetzt hier auch noch machen kann, wenn man will. Ich weiß jetzt übrigens, was unser Sticker macht, was ich euch erwähnt habe, und zwar... Wenn ich hier dashe, dann kletter ich, kriege ich so einen Kletterboost. Schaut, dass ich da bonke und dann runterfall. Das ist, ja, ziemlich nützlich auf jeden Fall. Jinks. Ja, ich würde mal sagen, wir können ja die Mission mal machen, warum nicht. Was? Wieso rieche ich jetzt nach verbranntem Essen? Hm? Also ich... Wann habe ich eigentlich jetzt geduscht? Hab ich vergessen. Also ich meine natürlich Headcanon, nicht mich.
Nee, ist klar. Was ist das für ein Sound? Alarm irgendwo? Warum krieg ich Damage? Ach, weil mir heiß ist! Oh, deshalb das Wasser hier überall. Oh ja, wow, das wusste ich nicht. Schnell, 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 ins Wasser, ins Wasser, ins Wasser! Ah, ah, tut das gut. Ah, Wasser. Wasser. Okay. Okay, ab und zu mal nach den Hähnen sich abkühlen, sonst stirbt man. Wir wollen doch nicht sterben. Oh, hier sind noch ein paar Sachen zum Erkunden, sehe ich gerade. Wie gesagt, 100% machen wir, wenn wir alle Chapters durch haben. Und vom Base Game gibt es... Jetzt passt auf. 5 Chapters. Ist das kein Spoiler? Ist in super vielen Spielen 5 die Anzahl. Also ich jetzt nicht als Spoiler. Nicht gut. Wie komme ich wieder hoch? Ich sehe nichts. Oh nein. Oh nein. Und es wird schon heiß, es wird schon heiß. Nein, 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 nein. Ich war doch gerade im Wasser. Ich war doch vorhin im Wasser. Hat es nicht gezählt? War das kein Icon oder so ist auf der Map? Alter, jetzt kletter doch da hoch. Boah, muss ich extra den Dash machen. Damit der da hochklettert. Ja. Hier ist noch Wasser. Ah, doch, das zählt, es zählt. Okay, es zählt doch. Gott. Der Stress. Ich krieg den Stress nicht hin. Ich dreh am Rad. Warte mal, warte mal, warte mal. Nee, genau, kletter mal hier hoch. Und von hier aus kommst du... Wo ist denn... Hier ist noch der Hahn. Es zeigt über mir. So. Hier ist noch ein Collectible. Warte mal, ich will das Collectible haben. Und hier wohnt auch irgendwer. Sieht schön aus, schick, lost and found. Okay, ich hab jetzt keine Zeit, muss leider weitergehen. Warum kletterst du nicht? Oh... Dummes Mädel. Warum kletterst du nicht? Warum sprintest du in die Richtung? Ist klar. Oh Gott. Also gut läuft das jetzt gerade nicht. Oh Gott. Stress, Stress, Stress. Es ist zu heiß, es ist zu heiß. Es ist zu heiß. Aber ich muss weitermachen. Okay. Und das war's? No shame in giving up. Okay, wir sind fertig. Wir müssen nur schnell irgendwie nach oben kommen. Leider kriege ich den Weg nicht mehr. Ich kenne mich hier nicht mehr aus. Das ist zu lange her gewesen. Mit Mafia Tower und alles. Aber ich glaube, ich bin hier auf dem richtigen Weg. Oder? Wasser, 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 Wasser. Wo ist Wasser? Wo ist Wasser? Das ist zu heiß. Und werde getroffen. Leider hat mich das Heil nicht mehr geschützt. Aber hier ist Wasser. Hier ist Wasser. Hier ist Wasser. Oh. Wunderbar. Ja, ist einfach nur die gleiche Mission, nur mal ein bisschen schwerer. Keine Ahnung, was der Bonus heißt. Ob ich das noch erreicht habe oder nicht, aber schauen wir mal. Kriegt man dafür jetzt... Oh, man kriegt eine dunkle Hourglass. Wahrscheinlich nur für seine Mission. Ende der Zeit? What? Wo ist das denn? The End of Time. Okay, aber ich bin jetzt trotzdem ein bisschen verwirrt. Okay. 1 von 3? Muss man es aber 3-mal machen? Nur jemand mit verschiedenen Missionen? Werde nicht zu heiß? Kühle dich nicht mehr als 2-mal ab? Boah, okay, what? Okay, Leute, ganz ehrlich, ich glaube, das machen wir dann ganz am Ende. Bevor wir dann den DLC anfangen. Weil, boah. Ich glaube, das wird richtig schwierig. Und ich weiß nicht, ob ich dafür schon ready bin. Ist hier was Neues freigeschaltet worden? Aber warum tanze ich hier so rum? Finale abgeschlossen. Nee. Aber das ist weird. Wenn ich jetzt mal in... ein Level reingehe. Du musst die Feuergeister finden, um diese Wand zu brechen. Ich will hier durch. Heißt das, wenn ich beim ersten Level, also wenn ich das erste oder zweite Level oder sowas war, nochmal komplett neu mache? Und dann...
nicht das Ding einsammle, sondern hier wieder backtracke, dann geht's auf erst. Okay, ich weiß nicht, ich geh auf jeden Fall mal in ein anderes Level rein. Ich bin total verwirrt hier. Oh, stimmt, hier war ja irgendwas im ersten Level. Stimmt. Habe ich voll vergessen. Scheinbar soll man das von Anfang an schon machen. Aber ich habe es halt, wie gesagt, komplett übersehen. Wie auch immer man so ein riesiges Ding hier übersehen kann. Habe ich auf jeden Fall. Okay. Das war jetzt aber nur Bonus. Trotzdem zeigt uns das, wie das hier mit den Bomben funktioniert. Hätte ich mal aufgepasst, hätte ich nicht nachgucken müssen damals, aber egal. So. Das kennen wir alles schon, genau. Die Geister soll ich, ja, loswerden, indem ich jetzt wieder die Mission nachhole. Das heißt, ich mache kurz die Mission wieder neu. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich es dann geschafft habe. Hä? Was zum... Mein Gemälde ist gerade durch die Wand, durch die Welt geflogen, aber es ist hier wieder respawned. Okay, immerhin. Habt ihr das gesehen? Was ist da passiert? Ich glaube, ich hätte das Ding noch gar nicht in der Hand halten sollen, bevor ich noch nicht die Cutscene getriggert habe. LOL. Hä? Okay, noch ein geiler Bug. Ich hab's einfach vorher geholt. Bevor es eigentlich sollte. Oh Mann. So, jetzt sind sie ja tot. Und jetzt ist die ganze Feuerwand ja weg. Right? Das sollen wir jetzt nicht einsammeln, sonst beenden wir wieder die ganze Quest und dann muss ich alles neu machen. Also das ignorieren. Ich denke jetzt mal, dass die Wand weg ist und ich somit jetzt dahin komme, wo ich die ganze Zeit lang wollte für die ganzen... Hä, nein, hier ist immer noch eine Feuerwand, seht ihr das? Die ist doch immer noch hier. Oder muss ich was ganz anderes machen? Hat er die nicht gemeint? Scheinbar nicht. Was hat er denn gemeint? Ich komme immer noch nicht durch. Ha? Ich bin mega verwirrt. Der Typ ist auch gar nicht mehr hier. Welche Geister soll ich denn dann finden? Hö, warte mal, wieso sind die jetzt hier auf einmal? Ey, ich schwöre, die waren vorher nicht hier. Jetzt for real, die waren vorher nicht hier. Was macht ihr hier? Oh, ich muss nochmal die gleiche Mission machen. We want to die. Yay. We want to burn our... Okay, das sagen wir mal das gleiche. Ja, hier das Ding nehmen. Nicht untergehen. Hier ist das erste Bild, bitteschön. Und dann das zweite Bild. Das ist direkt hier. Genau, I'll borrow you real quick. Und dann schmeißen wir's. So, und dann haben wir's. Thank you. Das sind sie verbrannt. Und tatsächlich, what the hell? Ich schwöre, das war hier vorher nicht. Das hätte ich doch sofort gesehen, oder? Bin ich einfach nur blind? Ich bin mega verwirrt, aber hey, endlich ist diese Wand weg und jetzt können wir hier durch und ein neues Areal erkunden. Ja, und zwar den Burning Forest. Hier gibt es einiges für uns. So, ihr sollt tot sein. Ja. Ein Stück Wolle. Klacks. Und hier gibt es dann, soweit ich weiß, alle von diesen Zeitrifts zu finden. Ach, hier brennt's? Nein! Sag bloß. Weiß ich nicht, sehe ich es gerade nicht. Ich versuche mal hochzukommen. Also wir sind noch nicht fertig hier mit der Welt. Wir haben noch ein paar Bonusmissionen zu erledigen. Und ja, hier oben ist ein Yarn, aber ich glaube nicht, dass er das hier gemeint hat. Boing, für den extra Boost. Auf dieses Yarn. Klacks. Ne, da oben ist noch eins, sehe ich. Schaffe ich den Jump von hier? Ja. Wo bin ich?
Ich komme hier nicht mehr raus. Hier sind unsichtbare Wände, seht ihr? Unsichtbare Wand. Ah, ich kann außen rum. Kann ich da hochklettern? Nee, ich kann wieder reinkommen. Nee, das will ich nicht. Ha, ja. Mit meinem Anstecker kann ich hier hoch. Man würde denken, das hier wäre eigentlich voll lame, aber das ist richtig nützlich. Damit kriegst du nämlich wirklich nochmal richtig guten Boost zum Hochklettern. Ja, eigentlich können wir jetzt hier nur super viel noch erkunden. Nein! Ah, ich habe da oben was gesehen. Und ich glaube, das war eventuell ein Side-Drift. Warte mal. Warte mal. Ach, das geht ja nicht auf. Wurmi. Wurmilein. Habe ich ein Wurmilein in der Nähe? Ein Würmchen? Ein kleines, leckeres Würmchen? Ich sehe keins. Hallo, Kinder. Seht ihr einen Wurm in der Nähe? Hier ist er, Alter. Hä? Läuf ich blind. LOL. Ding. Ding. Ach, Mann. Wir haben ja theoretisch unseren eigenen Hut oder halt unsere eigene Maske, mit der wir diesen Effekt machen können, aber der geht so kurz, dass es sich eigentlich meistens nicht lohnt. Und hier ist ein Geschenk. Der dritte Marker. Jetzt können wir das dritte Zeitbild freischalten. Ich glaube, man muss nämlich das Bild dafür fertig machen. Habe ich irgendwo online gelesen, dass das so geht, aber vielleicht stimmt's auch nicht. Und wow, das war echt lame jetzt gerade. Ja, fühle ich die Folge noch ein bisschen mit Erkundung. Machen wir dann beim nächsten Mal den Rest und erkunden dann Chapter 4 zum ersten Mal. Da habe ich gehypt. Und hier gibt's 5 Bilder! Naja, okay. Wenn sie alle direkt in der Nähe sind, dann soll's mich nicht stören. Gott, hier gibt's ja wirklich einiges. They pass right through. Ja. Okay. Naja, ich kann hier kurz meine Maske aktivieren. Um hier schnell hochzukommen. Und dann... Wurm. Und dann keine Ahnung wohin. Mist. Das war eine Verschwendung. Okay, los. Ich glaube, da oben gab es nämlich noch was. Hier. Nee? Nee, darf man nicht hoch. Okay. Ich schaue mich hier noch mal ein bisschen um. Sag euch Bescheid, wenn ich was Interessantes sehe. Aber ansonsten ist das hier ganz nur so eine kleine Area. Was nicht wirklich viel gibt. Hier ist noch ein Garn. Ich meine, okay. Why not? Ist nicht dein Ernst! Okay, die respawnen aber. Immerhin. Ah, wow, da macht hier Kettensägen an Tacke. Jetzt hab ich's. Okay, wir haben schon richtig viele. 17 Stück. Das nächste Upgrade muss ja, also der nächste Hut muss ja wirklich irgendwie 30 oder so kosten, damit sich das hier lohnt. Oh, hier ist das Time Rift. Das machen wir dann beim nächsten Mal, Leute.